Ich spiele auf der AMG-Grafikkarte. Oh, scheiße, jetzt hatte ich ja... Ah. Ist egal. Wir sind gleich drin im Spiel. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Lego Star Wars, das Videospiel. Optionen. Lautstärke 1 von 10. Ja, das ist so laut. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel so laut sein muss. Also mein Cousin ist hier. Er hatte schon vorgelesen. Ich muss das Spiel immer wieder, wenn ich zu, also wenn ich mehr als, also beim dritten starten, dann Dennis, muss ich das Spiel nochmal neu patchen mit einem Patch. Also ich verstehe sag nicht, mir, warum. Dennis, Was denn? hörst du das Spiel etwa? Hörst du es? Ach so. Ja, okay, warte. So. Hier sind wir im Menü. Hier hast du aber keinen Sound, Wo oder? wir erstmal kurz gar nichts machen, weil wir die Intro-Sequenz durchlaufen lassen wollen. Ah, hier, Hier ist okay. schon Sound, der ist jetzt nur so leise eingestellt, weil ich wegen dem Intro so weit runtergescrollt habe. Ja, deswegen. Ich höre ihn schon. Ich drehe nur die ganze Zeit hin und her. Okay. Du willst unbedingt diese tolle Cutscene sehen. Ja. Gibt's die nur da? Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Also diesen typischen Videospielen, Gameplay-Szenen. Ja, auch wenn das eindeutig ein Video ist, weil es bei der dichten Blätter ist, was es eigentlich spielt. Zumindest nicht das. Ich glaube, das Gameboy-Spiel ist irgendwie schwerer, weil man da nicht etliche Leben hat im Endeffekt. Okay. Grafikoption. Ah ja, genau, das würde das Spiel neu starten, da stelle ich nichts ein. Ich weiß nicht, auf welcher Auflösung das wirklich läuft, keine Ahnung, kann Sieht ich nicht jedenfalls sagen. scharf aus. Hier. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ja. Also hier könnte man die Controls anpassen, aber du meintest ja, du gewöhnst dich da dran. Jetzt nehmen wir Yes. einfach hier ESC, weil ich gerade den Knopf dafür nicht weiß. Genau, automatisch speichern an. Surround Sound, lasse ich mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Problem machen würde, wenn ich das anschalten würde. Mit dem ganzen. Weil ist ein bisschen aufwendig, dafür zu sorgen, dass es in. Oder naja, ich müsste ein Programm installieren und da das nochmal. Naja, neues Spiel. So. Dexters Cantina. Genau. So schaut's aus. Warum ist dieser Ort nicht eingedeutscht worden? So, und upsala. Ah, okay, ich bin aber trotzdem Spieler 2. Wen möchtest du von uns beiden spielen? Ist mir eigentlich wurscht. Okay, ja, dann lock dich ein. Nee, warte. Die Controls so ein bisschen. Ah, Geld! Geld, 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 Geld. Wir sammeln jetzt erstmal hier alles Geld ein, ja? In Ordnung, wenn du das sagst. Kann man das je nach jedem Könntest du Level bitte neu mitgehen? machen? Weil das, ja, das ist bis nach hier vorne geflogen. Ist also ein bisschen blöd. Ja, das kann man nach jedem Level neu machen. Aber wir machen es jetzt halt einmal. Die Du verstehst. grüne Macht. Okay, die Hocker Genau. scheinen nichts zu geben. Ja, wo sind die? Dreh einfach mal alle um. Ah, nein. Das ist das Was? Ah. gemeinsame Geld. Nein! Ich. Das bist du, oder? Ja, mein Gott, Alter. Die Hocker drehen sich einfach wieder zurück. Die sind ja lustig. Ich. Ah ja, der Knopf war's. Ulala, Geld. Okay, ja, ich laufe ein bisschen runter. Ich wünschte, man müsste dem Geld nicht hinterherlaufen. Naja, so ist es halt. Waren wir hier nicht schon mal? Ah, ja, anscheinend. Den noch nicht. Das Geld ist wieder nach da hinten geflogen. Egal. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen und was wir alles kaufen. Also wir kaufen auf jeden Fall alles.
Nun, den Rest farmst du dann einfach nächste Woche, wenn ich nicht mehr da bin, alleine. Wo kommt das denn jetzt her? Ich will nicht einsammeln, so. Wo müssen wir jetzt hin? Durch die 1? Nein, ich will eigentlich jetzt erstmal nur alles hier... Okay, das habe ich auch erwischt. Kann man die Kamera nicht weiter drehen? Kann man die hier nicht? Okay, anscheinend kann man die beiden Bänke, die ganz direkt hier sind, nicht. Kann man das hier auch nicht? Oh, das muss man doch... Warte. Ah, okay. Okay. Ich schätze, wir sind dann... Haben wir jetzt... warte, ich will mal schauen, ob ich das... Ach so. Nee. Das da. Okay, ich tumble ein bisschen mit den Controls. Die kann man nicht kaputt machen, okay. Warte, blocken gibt's auch. Okay. Ja, wenn du das hältst quasi, dann kannst du blocken. Wenn ein Blasterschuss auf dich kommt und du es drückst, dann solltest du, glaube ich, auch nicht schlagen, sondern direkt im Blocken-Modus gehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Cool. Okay, das haben wir alles. Hier kann man auch nichts. Okay, dann gehen wir mal nach da. Oder warte mal, da oben konnte ich gerade was anvisieren. Jetzt ist es irgendwie nicht mehr da. Ja. Ich versuche mir den Winkel zu kriegen. Drehen wir das hier mal um. Ja, du hast gerade den Winkel. Könntest du. Ja. Okay, und ich mach das andere. Okay, nee, da gibt's anscheinend nichts für Koop. Naja. Ja, genau. Oh, tut mir leid. Hier drin draußen verlieren wir, glaube ich, kein Geld. Das sind so Force-Fielder. Kommst du mit? Wir gehen jetzt hier einmal rum. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob hier noch was war. Ja, manchmal laufe ich langsamer. Ich weiß nicht, ob du das auch hörst. Wenn du in gewissen Winkeln mit dem Control-Stick bist. Vielleicht. Genau, hier landen die Minikits von den verschiedenen Episoden. Also das hier ist, glaube ich, jetzt Episode 3, wo wir gerade aktuell langlaufen. Och, du Scheiße. Ja gut, wir verlieren glücklicherweise kein Geld hier. Ja, hier ist irgendwie, oder hier ist eine Reling, aber die ist nicht so mega hoch. Genau, das hier ist, glaube ich, Episode 2. Wir laufen jedoch dann sowieso nochmal lang. Ja, ganz am Ende aber erst. Ja, gut. Da, den Flugplatz haben wir schon gesehen. So, jetzt forsten wir hier. Ja. Okay, du brichst schon gleich das zweite auch noch. So. Tech-Button ist rum. Der Tech-Button ist rum. Okay, dann der Mülleimer, der Mülleimer. Gut. Gehen wir da weiter. Na gut. Das hier sind die von Episode 1. Oh ja, ich glaube, ich bin auch gerade langsam. Ach, ja, du das Scheiße. Kommt irgendwie auf den Winkel an. Ja, das ist ganz merkwürdig. Ein bisschen nervig immer, naja. Na, hoffentlich bringt mich das nicht irgendwann um, wenn ich weglaufen muss. Gut, und das hier ist für alle Minikits, nicht für alle Minikits, für alle Vara Jedi. Da muss man eine gewisse Menge an, ich glaube Stats heißen die, diese Lego-Steine in den Leveln sammeln. Genau. Und hier waren wir im Endeffekt schon, okay. Gehen wir die Tür jetzt rein. Gut, dann gehen wir jetzt in die einzige Tür, die offen ist. Und hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Oh mein Gott. Könntest du bitte drücklaufen? Da ist Geld. Warum ist hier überall Geld? Ja, die kommen aus den Dingern. Wir machen die ja gelb. Was? Echt? Okay. Da hinten ist auch noch eine. So. Okay, ich hab's nicht erwischt, aber du hast es erwischt dafür. So, die da. Ja, da kommt teilweise auch öfters Geld raus irgendwie. Das verwundert mich. Ja, ist ein bisschen doof, dass es im ganzen Raum fliegt, das Zeug. Oh, okay. Hier auch. Da hinten ist noch eins. Ja, nehmen wir nochmal die Musik, warum nicht? Okay. Die direkt unter uns, also die hier kann man anscheinend nicht force pushen.
Ah, Hilfe, Geld verschwindet. Ah, okay, jetzt habe ich die bewegt. Sehr weird. Möge die Macht mit dir sein. Ja, so schaut's aus. Habe ich dich schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war ich schon. Okay, und die beiden haben wir auch schon. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles hier mitgenommen. Jetzt können wir in die erste reingehen. Sag mir bitte, dass ich das nicht jedes Mal resettet und wir das nach jedem Level machen. Wir machen das nur einmal. Ach, Gott sei Dank. Und hallo und willkommen zu LEGO Star Wars auf dem Game Boy Advance. Ich muss mal kurz meinen Controller nochmal neu einstecken. So, genau, da seht ihr, wird geladen, schön im Emulator. Plus, neues Spiel, Spiel laden. Ich weiß gar nicht, sollte eigentlich nichts wirklich sein. Ja, okay, ich habe mal einen Test gespielt, stimmt. Naja, ich habe schon probiert. Warte, welcher Knopf habe ich da jetzt draufgelegt? Das ist der Vorspul-Button. Es gibt ja kein Intro oder sowas, was kommt, wenn man hier wartet. Also machen wir ein neues Spiel. Den Slot hier. Möchtest du überschreiben? Ja, Meister Yoda, möchte ich. Okay, Optionen. Wird das mal leiser. Hey, kommt komisch. Isometrische Steuerung. Sprache. Haben wir natürlich Deutsch. Das öffnet wahrscheinlich die Credits. Das mache ich am Ende dann. Ding! Ding! Ich habe genauso wie bei meinen Pokémon Let's Plays auch diesen Filter an, der das alles so ein bisschen aussmoothed. Ja. Story.